So, wir sind ja jetzt noch auf dem Messegelände in Leipzig und werden jetzt gerade diese Gelegenheit nutzen, natürlich uns natürlich auch noch Leipzig anzuschauen. Helle hat sich schon mal für die Tickets interessiert und schon mal bezahlt und da kommt die Straßenbahn und jetzt habe ich auch noch einen Frühsport eingelegt und hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Denn die Bahn steht jetzt hier noch ein paar Minuten. Aber macht ja nichts. So, jetzt sind wir in der S-Bahn. Nein, der Straßenbahn. Okay, Straßenbahn. Fängt auch mit S an. Und jetzt fahren wir nach Leipzig. Und wir sind in Leipzig. Ja, nein, aber in die Innenstadt. So, alle Unklarheiten beseitigt. So, jetzt sind wir hier in Leipzig. In der Innenstadt meinst du jetzt? Dann, wie hast du vorhin gesagt? Wir sind schon in Leipzig. am Augustusplatz. Ja. Da ist gerade der Weihnachtsmarkt am Aufbauen. Ja. Und da ist die Universität. Und da ist der MDR-Turm. Und da gehen wir ins Hochhausi. Und mach mal einen Schwenk, was hier Weihnachtsmarkt wird. Okay, dann gucken wir mal, wie wir auf den Turm hochkommen. Also, auf geht's. Wir fangen von oben an. Genau. Und arbeiten uns immer tiefer. Genau. Stehen wir vom Gewandhaus. Das ist bekannt durch seine schönen philharmonischen Konzerte. Wir waren da selber mal vor Jahren. Ja, wir sind nämlich nicht das erste Mal in Leipzig. Und ich kann mich erinnern, dass die Akustik sehr, sehr gut war, dass da sehr viele Leute drinnen waren. Mhm. Und dass die Akustik so gut war, dass eben da einer gehustet hat, dann ging das durch den ganzen Saal. Und es hat genervt, weil einer dauernd gehustet hat. Kannst du dich erinnern? Ja. Also macht das nichts aus, mischt jetzt sogar schon. Ja, also Gewandhaus heißt es deswegen, weil es wohl früher mal eine Kleiderkammer gewesen ist. Also das Gewand war da und da hat man Konzerte drin veranstaltet, aber nicht in dem Gebäude, das ist neu gemacht. Man hat dann nur von dem alten Konzerthaus, vom Gewandhaus eben den Namen übernommen. Und deswegen heißt es immer noch Gewandhaus. Stimmt's? Wenn du das sagst, wird es so sein. Wir hatten eine Stadtführung damals, eine individuelle, ja. Zwei-Personen-Stadtführung, das heißt, ich bin Stadtführer 3 und der hat uns das so erklärt. Okay, wenn du dir das merken konntest. Ja, so, also jetzt gehen wir weiter. Ja, genau. Das ist also die neue Universität hier und da waren auch in Leipzig, deswegen ist ja auch die Philharmonie da so bekannt, berühmte Komponisten. Bach, ja. Mendelssohn, ja. Und auch da war Goethe. Ja, und dann war sogar auch der Napoleon da. Zu dem kommen wir wahrscheinlich nachher noch. Genau. Und wer war noch da oder ist da? Natürlich wir. So, jetzt sind wir im Panoramaaufzug. Und der fährt jetzt hoch. In den 29. Stock. Ja, Panorama Tower. Ja, hast du überhaupt schon gedrückt? Wir stehen ja immer noch im EG. Die Technik. Also. Wenn ich drüber sitze, hätte ich kein Licht weiter. Ja. Im Panorama Tower Plate of Up. Lassen Sie sich begeistern von unserer jungen und frechen Küche. Und natürlich vom sensationellen Leipzig-Panorama. Danke für den Tipp. Wenn Sie unsere Aussichtsplattform besuchen wollen, halten Sie sich bitte links. Der Eintritt kostet pro Person 3 Euro. Zweimal. Sie befinden sich in 120 Metern über der Messestadt Leipzig. Genießen Sie die Aussicht und einen kulinarischen Höhenflug im Restaurant Panorama Tower Plate of Art. Danke für die Information. So, da haben wir Leipzig. Und hier kommt der Hauptbahnhof. Und da haben wir das weltbekannte Hotel Astoria. Und was man jetzt sehen kann, da ist mittlerweile eingerüstet. Vielleicht wird aus diesem doch
so prominenten und dominanten Hotel noch eine richtige Attraktion für Leipzig. Das ist die Innenstadt von Leipzig. Und dahin wird wohl das Fußballstadion sein, gehe ich mal davon aus, von RB Leipzig. Und da ist die Ursi. So, und hier haben wir die Thomaskirche. Zu der gehen wir auch noch hin mit dem berühmten Thomaschor. Also da haben wir nochmal den Bahnhof von Leipzig. Und dann kommt das Hotel Astoria, wo die berühmten Gäste waren. Und dann kommt das Intercity Hotel. Da waren auch schon berühmte Gäste, nämlich Ursi und Helle. Jawohl, wie wir das letzte Mal in Leipzig waren. So, diese gelbe Wand, das ist DHL und es ist der Flugplatz von Leipzig. Und da ist auch in dieser Ecke ist dann auch die Messe Leipzig, bei der wir uns ja, wegen der wir ja eigentlich hierher gekommen sind. So, jetzt stehen wir zwar auf der ganz anderen Seite, die Ursi beschäftigt sich noch mit Bilder machen, weil hier einfach die Sonne nicht so blendet. Also wir haben ja gerade das Völkerschlachtdenkmal gezeigt. Mich blendet's voll. Ja. Und zur Völkerschlacht muss ich natürlich was sagen. Na, Ursi hat es ja schon erwähnt, Napoleon war auch da, nämlich zur Völkerschlacht. Mhm. Das war eine entscheidende Schlacht, die Napoleon verloren hat gegen die Alliierten. Das waren also die Preußen. Ja, und der Napoleon war hier nicht so gern gesehen. Ja, die Briten, die Preußen, die Briten, wer noch? Die Österreicher, Schweden. Und die haben Napoleon vernichtend geschlagen, sodass er in Frankreich abgesetzt wurde als Kaiser. Und er wurde in allen Ehren auf die Insel Elba verbannt. Von der Insel Elba, wo man ihn übrigens nicht leiden konnte, da hat er beim Bürgermeister gewohnt, in Porto-Ferraio. Und er hat sich aber eine Villa gebaut, die man heute noch besichtigen kann. Und er hat sich noch einen Sommersitz gebaut. Beides hat er nie bezogen, denn er hat sich ja wieder von der Insel geschlichen. Hat ein Charisma gehabt, trotz der vernichtenden Schlacht wieder ein Heer aufzubauen. Und das Ganze hat dann zu einer zweiten Schlacht geführt, nämlich bei Waterloo. Und die hat er dann verloren gegen die Preußen und gegen die Briten. Und da gibt es auch den berühmten Satz, den habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Ich wünschte, es wäre Nacht oder die Preußen kommen. Das hat der damalige britische General gesagt, weil Napoleon die Briten schon fast aufgerieben hatte. Und sie wussten, dass jetzt ihnen die Niederlage droht, es sei denn, es kommt die Nacht oder eben die Preußen. Und dann sind die Preußen gekommen und haben Napoleon vernichtend geschlagen, woraufhin er nach St. Helena verbannt wurde. Machen wir hier jetzt eine Napoleon-Geschichte oder was? Du hast Napoleon angefangen. Ja, nur hier, dass der hier war, in Leipzig. Ja, und jetzt mache ich es auch noch zu Ende. Jetzt ist er wieder in Frankreich, denn jetzt liebt man den Napoleon wieder. Ich könnte jetzt noch ein bisschen über Napoleon erzählen. Nein, aber das gehört nicht nach Leipzig. Aber das ist auch einer meiner Lieblingskreise. Ja, aber Napoleon hat hier ganz schön gewütet. Es gab extrem viele Tote. Natürlich, immer wo der Napoleon war. Ja, und daraufhin wurde ja dann auch das Denkmal, Völkerschlachtdenkmal. Das Völkerschlachtdenkmal gebaut, damit nie wieder Krieg sein soll. Mhm. Hat gewirkt, wie man weiß. Ja, und wie man aus der Geschichte weiß, es hat nicht viel geholfen. So ist. Also, kleine Exkursion. Ja, kleine große. Jetzt geht es ohne Geschichte weiter. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht hier oben. Genau. So, jetzt sind wir vor der Nikolaikirche und hier
am Platz da von uns. Da waren diese Montagsdemonstrationen, die zur Wiedervereinigung geführt haben. Ja, die gingen von hier aus los, jeden Montag, genau. Ja. Also wer damit zufrieden ist, der kann sich hier bedanken bei den Leipzigern. Und wer unzufrieden ist, der kann sich beschweren. Also wer sich da beschwert, dann kann man immer helfen. Der komische Ton, da wird gerade die Orgel ausprobiert. Oder neu gestimmt. Und hier hat man die Säulen. Und zum Symbol des Ausgangs für die Montagsdemonstrationen und den Erfolg hat man eine Säule auf dem Platz neben der Nikolaikirche gemacht. So, jetzt haben wir hier die Säule. Das wollte ich jetzt in der Kirche eigentlich erzählen, aber ihr habt ja mitbekommen, da wird gerade die Orgel gestimmt. Und diese Säule hat man hier symbolisch aufgestellt für die Montagsdemonstrationen. Da lacht sie, die Ursi. Ja, weil hier jetzt überall gerade der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird und überall kleppert es und hämmert es und es sind irgendwelche Nebengeräusche, die man nicht unbedingt in einem Video brauchen kann. So, da sind wir im Speckshof. Und das ist auch die Stadtgeschichte von Leipzig, denn hier war Textilproduktion und in Leipzig hat man, so habe ich mir das damals sagen lassen, mehr oder weniger die logistische Produktion erfunden, wo alles rundherum produziert wurde. Das heißt, dass man keine langen Wege bei den einzelnen Produktionsschritten hatte. Das war also eine Textilfabrik hier, wie so viele Gebäude. Also es gibt noch viele Gebäude in Leipzig, die so aufgebaut sind. Heute natürlich Wohngebäude mit Einzelhandel. Ja, genau, das sind richtige Passagen, wo mehrere Läden drin sind. Ja. Sieht schön aus, schön hergerichtet alles. Und das Zeppelin-Haus gibt es auch in Leipzig. Wenn wir es finden, dann zeigen wir es euch. Genau. So, jetzt schauen wir mal, ob ich ein Herz habe und Augen und Ohren. Der konnte die Töne entlocken. Jawohl. Willst du auch mal? Nö, nö. Es reicht, wenn du das gemacht hast. Hast kein Gefühl, oder? Vermutlich. So, und hier sind wir im zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Und es ist gleichzeitig ein DDR-Museum. Unbedingt zu empfehlen. Aber wir waren da schon. Für Sie, wir gehen da nicht noch mal rein, oder? Nee, wir waren ja schon mal drin. Eben. Wir wollten es jetzt eigentlich nur mal nochmal zeigen, oder? Genau. Mhm. So, und er war ja eigentlich überall. Es ist fast schon eine Sensation, wo er nicht war. Hier war er auch und soweit ich mich erinnere, habe er in Leipzig eine Freundin. Der Johann Wolfgang von Goethe. Und hier ist er wohl auch inspiriert worden zu seinem Faust, zu seinem Drama Faust mit Mephisto. Da gibt es auch die Mephisto-Stuben. Mal schauen, ob wir was Näheres rausfinden.
So, und zum Goethe, das nochmal zu vervollständigen, der hat hier wohl offensichtlich studiert in Leipzig. Und das, was wir hier sehen, das Gebäude, das ist die alte Handelsbörse aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Ursi, hast du was dazu gelesen? Ja, aber nichts aus dem 17. Jahrhundert, hast du ja gerade gesagt. Ja, genau. Und die Handelsbörse, erster Versammlungsraum. Ja, mir steht eigentlich nicht da. Okay. So, also hier stehen wir jetzt vor dem berühmten Auerbachskeller. Und den hat schon Goethe während seiner Studienzeit gern genutzt. Da es war sein Lieblingsweinlokal. Er wusste halt auch schon, was ein guter Tropfen wert ist. Und er hat sich hier inspirieren lassen von der Geschichte von Faust, Dr. Faust. Und hat dann hier eben in den Kopf den Faust 1 wohl dann auch Leipzig realisiert. Mein Leipzig lobe ich mir, muss er da wohl irgendwie mit untergebracht haben. Ja. Mehr wissen wir auch nicht dazu. Nö, müssen wir auch nicht. So, und hier haben wir eine Szene in Auerbachs Keller aus Goethes Faust. Mephisto verzaubert die Studenten. Dafür habe ich selber alles gesagt. Jawohl, und noch schön durchlaufen. Und hier haben wir die verzauberten Studenten. Und da laufen sie auch gleich durch. Und das ist der Auerbachs Keller. So, hier haben wir die historischen Weinstuben und da den großen Keller. Und da hätten wir jetzt gerne gespeist, aber es gibt kein Leipziger allerlei. Nee, leider nicht. Und das wollte ich jetzt eigentlich mal probieren, wie das Leipziger allerlei in Leipzig schmeckt. Gibt es, glaube ich, nicht, aber dafür gibt es Leipziger Krautwickel und ich denke, die werde ich mir jetzt bestellen. Sächsische Krautwickel, sieht doch mal ganz lecker aus, oder? Und Helle, was mundet dir? Ein großes, laut Kaffee, ein großes Schweinestitzel, in Realität ein kleines Schnitzelchen. Das reicht für dich. Meine auch. Ein guter. Danke. Und nachdem wir die beste Aussicht haben wollen, stellen wir da auch die Füße rein. Jawohl, stimmt. Ja, jetzt müssen wir nur sagen, was das überhaupt ist, oder? War ja da gestanden. Ah, okay. Alles das ist die? Klar. Thomaskirche. So, jetzt haben wir es gesagt. Jetzt sind wir ein Stückchen näher. Ja. So, Sie von wegen Bach war hier. Bach ist immer noch hier. Bach ist hier, ja. Hier steht er leibhaftig und ist hier in der Thomaskirche angeblich sogar begraben. Können wir ja mal nachher reinschauen und vielleicht finden wir seine Grabstelle. Und er war Kantor hier in der Thomaskirche. Sieht man auch im Hintergrund die Orgel. Und da ist noch eine Besonderheit, die zeigen wir euch jetzt gleich mit der anderen Kamera. Genau. So, und wenn man sich den Herrn Bach jetzt nochmal anschaut, und dann sucht man den Fehler, und umso näher wir heranzoomen, umso leichter findet man ihn schon. Und da sieht man den Knopf, der offen steht. Das hat also mit seiner Art, mit Noten umzugehen, zu tun. Denn hier steckte er immer seine Noten rein, seitlich in die Jacke, die er jetzt in der Hand hält. Und deswegen ist der Knopf auch hier offen. Yeah.
noch, weil es so eine typische Fabrik, so eine typische ehemalige Fabrik. Also alles reihum angelegt und heute natürlich mit Einzelhandelsgeschäften und Wohnungen versehen. Aber das sind die typischen Fabrikhöfe, Hinterhöfe für Leipzig. Sieht schön aus alles. Schön hergerichtet. Ja, haben sie schön gemacht. Ja. So, jetzt schauen wir, ob wir das Zeppelinhaus sehen und ansonsten fahren wir. Ich kann mich überhaupt nicht an ein Zeppelinhaus erinnern in Leipzig. Es ist Zeit, dass wir nochmal hingehen. Also, so, jetzt haben wir es gefunden. Also ich muss sagen, wenn Helme was im Kopf hat, dann findet das auch. Erstaunlich, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es da überhaupt ein Zeppelinhaus gibt. Ja, das war eine Hauptstation des Zeppelins, der von Friedrichshafen hier über Leipzig nach Berlin geflogen ist. Und der Zeppelin, der Graf Zeppelin, hat hier residiert. Und da steht noch das Haus. Und wir haben es gefunden. Helle hat es gefunden. Aber euch haben wir es gezeigt. Ja, und damit muss ich jetzt durch die ganze Stadt marschieren. Ja, ich auch. Und es wird schon so kalt. Ja, deswegen beenden wir jetzt das Ganze. Ja, jetzt gehen wir noch Richtung Bahnhof und dann steigen wir in die Straßenbahn. Wir hoffen, die kleinen Eindrücke von Leipzig haben euch gefallen. Ja, das war so ein Schnelldurchgang, oder? Ja, so ungefähr. Ein paar Minuten sind schon das Video wieder. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, das freut uns dann auch. Schreibt uns mal, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Ja, und aber nicht so gerne. Doch, nee. Konstruktive Kritik sind mir immer aufgeschlossen. Ist ja ganz klar. Ansonsten. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Messe und wir werden dann weitersehen. Jawohl. Also, schöner Tag, schönes Wochenende und tschüss. Tschüss.